Fabeloni Werkstatt wird wahrscheinlich am ersten Tag noch gut funktionieren. Am zweiten Tag wird es wahrscheinlich schon ein bisschen prekär, dass man das Auto bereitstellen kann für die Linie. Und nach einer Woche würden, glaube ich, schon ziemlich viele Autos da in der Werkstatt stehen, die nicht fahren könnten. Ich heiße Michi Konrad. Ich arbeite jetzt bald 3 Jahre bei der VBL als fachverantwortlicher Trolleybus. Zu meiner Hauptaufgabe gehört eigentlich die Betreuung der 600-Volt-Systeme und all den anderen Fahrzeugsystemen, die auf dem Auto laufen. Vorwiegend von elektrischer Seite, weil ich komme eigentlich auch aus diesem Bereich raus. Typischer Arbeitstag sieht bei mir eigentlich so aus, dass ich am Morgen so zwischen 6:45 und 7 da ankomme. Um 6:45 haben wir eine Absprache, wo man sich abspricht zwischen der Bereitstellung, Karosserieabteilung und der Werkstatt, wie wir die Arbeit planen für die nächsten Tage. Und danach geht es eigentlich los, dann macht man, was anfällt oder was noch zu machen ist. Wenn ich nicht gerade im Büro bin, bin ich meistens in der Werkstatt draußen anzutreffen. Sehr wahrscheinlich auf dem Dach oben von einem Trolleybus. Reparaturen am 600-Volt-System. Fehler suchen. Ich schätze an meinem Job eigentlich die grosse Abwechslung, die ich habe. Also sind einerseits die Reparaturen im Tagesgeschäft, die anfangen, wo ich am Morgen nicht weiss, was mich den Tag aus erwartet. Andererseits die ganze Betreuung des Antriebssystems, wo ich eng mit den Lieferanten zusammenarbeite. Batteriesystem, was auch sehr spannend ist. Ich schätze VWL sehr als Arbeitgeber. Zumal eigentlich halt sie sehr viel bietet. Ich sage jetzt mal all die Lohnnebenleistungen, die wir haben. Andererseits Flexibilität am Arbeitsplatz eigentlich. Also, wenn ich jetzt weiss, dass die Arbeit gemacht ist, weiss, dass die Leute da sind, dann kann ich relativ spontan sagen, morgen ist schön Wetter. Ich würde gerne morgen mit Nico arbeiten, sofern das eben halt den Betrieb zulässt. Und das ist etwas, was ich sehr schätze, die Flexibilität dort durch.